Wo bist du jetzt? Und habe ich jetzt resettet? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Resident Evil 3 Return of Nemesis. Mit Sven. Hallöchen. Ich habe voll Angst irgendwie schon. Wegen Nemesis. Ja. Für Sven das erste Resident Evil, was er je anpackt. Zumindest vom Spielen her. Richtig? Richtig, vom Spiel her wohl. Genau, und bei mir hatte der ja schon letztes Jahr ein bisschen was auf dem Channel. Genau, vor einem Jahr. Naja, vor 13 Monaten ungefähr die Resident Evil 2 Demo. Hatte ich ja schon damals gespielt. Jetzt teste ich natürlich mit euch die 3. Aufgrund dann unseres neuen Systems, dass wir jetzt hin und her switchen, selbst bei Solo spielen. Könnte für euch dann noch spannender werden, also noch interessanter zum Gucken. Und wir probieren das einfach mal aus. Wie ihr dazu findet. Deswegen lasst es uns da ungefähr wissen. Stimmt einmal ab, ja oder nein. Gut, Sven. Wir diskutieren, glaube ich, nicht lang. Sag einfach mal, bis gleich, ne? Bis gleich, ich habe voll Angst, wie schon. Also gut, dann starten wir jetzt mal. Ich habe mega Schiss irgendwie, weil Horrorspiele nehme ich nämlich immer extrem mit. Sie können weder Speicher noch laden. Easy. Weder Speicher noch laden, da sehe ich mich. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Versteck mich. Bin ich da. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Alles klar. Oh. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Was kann ich einfach mal gegen Jill haben? Gut. Scheiße, Captain. Pew. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Ich hab den zweiten Teil gespielt. Sven ist komplett Neuling. Oh, da ist was. Gönn ich mir. Kielblatt der Boulevard. Kannibalmorde. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Für die Demo haben wir keine Zeit. Jetzt ist es nicht nur eine Stunde begrenzt, sondern man kann quasi einfach die Demo durchspielen. Wenn ich sie richtig verstehe. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Ja, stech dich ab. Stech. Flieg wie ein Schmetterling, stech zu wie eine Biene. No. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Oh, wie süß bist du denn? Wow. Gott, bin ich schlecht.
Ich dachte, das tut. Warum ist das so krass? Oh, zwei, das haben wir jetzt hier. Okay, das ist jetzt belastend. Okay, boah. Drei Kopfschüsse rein, theoretisch. Immer noch hart, finde ich. Du Fotze. Mir ist egal, ich renne jetzt einfach durch. Jetzt kommen wir nicht rein. Da passiert vermutlich gleich was. Aber ist schon geil. Was hat das denn gerade? Erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Bisher gefällt mir das auf jeden Fall. Es sieht nicht so unbedingt viel besser als das zweite Teil, finde ich. Aber sieht schon gut aus. Also, wieder zweite Teil. Okay, ich brauche also was. Oh, oh. Gut, dass die so langsam sind. 5 Uhr, dass Sven gerade gestorben ist. So, sieht man Heilung? Aktuell nicht, ne? Dann werden wir mal links lang. Komm. Das läuft schon. Okay, hier ist jetzt, außer wenn es weitergehen, dann gehen wir jetzt mal rechts. Grünes Kraut. Ich wollte eigentlich nicht schießen, aber... So. Ach, hier bin ich wieder. Hallo, Freunde. Alles klar. Safe. Also, nein, machen wir 4. Mir fehlt der Code. Bringt mir nichts. Okay, der ist tot. Haben wir getestet. Schießpulver. Sehe ich mich. Kombinieren mit dem. Sehe ich mich. Das, das. Ich rüste schon mal wieder aus, ne? Ihr wisst alle, dass jetzt was kommt hier. Alter. 3 Schüsse. Krass. Andere Seite der Tür. Na mehr. Total easy. Das sieht wirklich schick aus. Meine ist 2020, da die rechnen leider mit damit auch, aber ich finde es einfach schick. Okay, das war Alternativweg vermutlich hier.
Okay, das leuchtet zufällig. Gehen wir mal rein, wa? Okay, sind wir hier nun drin. Der macht einen auf tot. Wir testen es mal. Okay, der ist tot. Drei Schüsse auf den Kopf. Easy. Okay, der kam hier um die Ecke. Löschloch. Ah, ist klar. Jetzt können wir auch da weiter. Aber wir gucken natürlich trotzdem erstmal, was hier noch ist. Und für den Fall der Fälle nochmal Muni. Da kommen wir nicht ran. Da können wir ran. Oh. Hier ist dann einfach mal nix. Das ist okay. Wir haben ja einen Ort, wo wir weiter können. Das macht ja nichts. Dann gehen wir da einfach hin. Dich haben wir jetzt auch down. Vermutlich. Okay, hier waren wir aber noch nicht. Mini Donuts. Bin ich dann auch, dass man da lang kann. Okay, wir müssen zurück. Okay. Wir gehen hier noch lang. Pistolenmuni, ja, immerhin. Wir wissen, da ist ein Weg. Wir wissen, bei der Shotgun ist ein Weg. Also, wenn wir die Shotgun haben, haben wir auch das Ding. Dann können wir auch da weiter. Ach, hier können wir auch noch hin. Oh Mann! Nicht mit mir, Freundchen. Gesicht, okay. Ja, komm, Bolzenschneider, benutzen. Ja, jetzt sieh zu. Ich muss hier durch. Wie Yannick sich wohl gerade schlägt. Wie verkacke ich das, glaube ich, immer? Was sieht irgendwie so falsch aus? Jo! Boah! Oh nein! 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 Ich hab mir gerade so cool ausgewichen! Vergewaltigung der Gosse! Hilfe! Ja. Okay, hier geht's nochmal weiter. Einer von denen wird bestimmt nochmal aufstehen gleich. Okay, er hat automatisch gespeichert, wie es aussieht. Ja. Grünes Kraut. Kombinieren. Haben direkt was Besseres. Meins! Nice, Leute. Shotty Action. Tatsächlich, Personen, die verwendet werden. Nützt nichts, ne? Nehmen wir das halt. Personen, die verwendet werden. Verstauen, ja, genau. Weil jetzt kommt mir ja noch die Shot hinzu. Ah,
besonders. Inzwischen. Nein. Hilfe. Sie sind tot. Ja, ich bin tot. Als ob! Mmh. Wow! Ich hab dieses Spiel, ey. Oh. Oh. Huh. On fire hier. Okay, den habe ich jetzt nicht. Ich bin ausgewichen! Wenn Zop, der mich jetzt auch noch kriegt! So. Ich bin ausgewichen! Boy. Abfuck die Steuerung. Ich bin ausgewichen, du Sau! Keine Reaktion, Mama! Nee, nee, nee! Wer bist denn du? Wer bist denn du? Freund? Mit denen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Für die Klassiker nicht, muss man natürlich dazu sagen. Alter! Ich sehe Sven hier überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Ob Janik auch gerade so weit ist und ob er auch Probleme hat mit dem Kerl. Oh. Wo bist du jetzt? Und hab ich jetzt resettet. Hallo, Bösermann, bist du noch da? Böser Mann? Ah! Ich hab mich einfach mal so gehalten, aber einfach aus der ganzen Reihe raus. Holy moly, ey. Hat der böse Tentakel mal mich fertig gemacht, ey. Wow. Okay, das ist schon krass mies, denn das Spiel sagt, ich muss hier... Alles klar, komm, wir machen das mal. Einfach nur, um zu gucken. Um die Demo ein bisschen zu zeigen. Ich werde verkackt trotzdem. Ey, jetzt kommt er von hinten an!
Einfach Wasserschlauch, einfach den Wasserschlauch benutzen. Geben wir die Pumpe. Gut. Böser Mann. Alter. Böser Mann, ich tue mir nichts. Das war's? Das war's? Alles klar. Das ging zu schnell. Nein! What? Oh ja, also das ist auf jeden Fall die Resident Evil 3 Demo. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie Yannick, wo er mir noch kurz zugeguckt hat, beziehungsweise zugehört hat. Ich hatte auch so Spaß, das Spiel ist geil. Oh, ich bin einfach fix und fertig, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich dachte, ich kriege ja echt noch einen Herzinfarkt, Alter. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch Kommentare. Und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.